Man spürt die Nervosität, man spürt die Anspannung und man spürt die Vorfreude auf diese Partie. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live aus dem Wembley Stadium. Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich heute vom Finale von einer Partie, die einiges verspricht. Es ist ein Spiel, über das viel geredet wurde. Doch nun zählt das alles nichts mehr. Jetzt kann das Spiel also beginnen. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Ja, so ein Finale, das hat immer eine ganz eigene Atmosphäre. Unvergleichlich. Einer wird hier am Ende triumphieren und einer wird enttäuscht als Verlierer dastehen. Jubelszenen auf der einen, Niedergeschlagenheit auf der anderen Seite. So ist das nach einem Finale. Das macht den Reiz eines solchen Spiels aus. Und für uns als Zuschauer, Wolf, da kann es ja nichts Spannenderes geben. Ach nee, wir müssen ja kommentieren. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Und hier die Aufstellung von Sunderland. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Sie verlieren den Ball. Sie haben Platz. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Es gab im Vorfeld dieses Spiels Diskussionen um ihn. Denn er hatte die Gerüchte mittlerweile bestätigt, Buschi. Er hört auf. Er ist am Ende dieser tollen Karriere angekommen. Ja, das ist natürlich schade. Toller Spieler, toller Mannschaftsspieler vor allem. Was hat der nicht alles erreicht? Der wird eine Lücke reißen, keine Frage. 1:1 ist ja nicht zu ersetzen, das geht nicht. Ein Riesenspieler. Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Jemals! Da steht die Abwehr sicher. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Liedbitter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Es ist Finalzeit, Buschi. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Das merkt man hier seit Tagen. Alle freuen sich auf dieses Spiel. Alle reden nur noch von dieser Partie. Es war ein hochinteressanter Wettbewerb mit richtig guten Leistungen. Ja, der Schuss jetzt. Ganz stark abgeblockt. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Flanke jetzt. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Super Aktion. Schönes Zuspiel. Gehalten, aber der Ball weiter. Da ist die Führung. Damit ist das Finale jetzt so richtig eröffnet. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Da spekuliert er drauf, dass sich eine zweite Chance ergeben könnte. Sehr gut gemacht. Ja, der Torwart hätte den Ball natürlich festhalten müssen. So fällt er dem Stürmer vor die Füße. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da ist jetzt Platz. Yilmaz. Jetzt der Vorstoß. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Schiri zeigt ihm Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Da verlieren sie den Ball. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Klasse Vorstoß. Da müssen sie aufpassen. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Liedbitter. Er passt gut auf und hat den Ball. Super dazwischen gegangen.
Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Ins Ausgeklärt, das wird Ecke geben. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Liedbitter. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Bock. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Weg ist der Ball. Der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Ecke, gute Chance eigentlich zu erhöhen. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Pause also in diesem Finale um die Checkatrade Trophy. Und es sieht gut aus. Ja, Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Yilmaz. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Ballverlust. Yilmaz. Pfosten, aber es geht weiter. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Alu-Treffer, ärgerlich. Sie führen, aber nur knapp. Im Moment läuft dennoch viel zu gut. Walkmore. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie verlieren den Ball. Das war einfach. Und er hat den Ball. Ja, könnte was werden. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Der Schuss. Sie liegen vorne und hätten ihn erhöhen können. Aber der Abschuss, Wolf, der war nun wirklich gar nichts. Und so bleibt es eng. Ein Tor kann man irgendwie immer aufholen. Yilmaz. Kann er was draus machen? Jetzt vielleicht. Schön befreit. Das war eine vielversprechende Aktion. Yilmaz. Da kommt der Schuss. Oh, Latte. Da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hin. Jetzt ist es gefährlich. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Was macht er draus? Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Aber es ist gut gegangen. Conor McLaughlin. Macht er gut. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Super Trick und dann ist er vorbei. Geht er rein? Da passt der Torhüter auf. Die Ecke kommt rein. Viel mit Auge. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das war abseits. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und das ist der Ballverlust.
Sie spielen den Ball zu. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag, jetzt müssen Sie aufpassen. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Jetzt der Ballverlust. Jetzt riskiert Sunderland einiges. Sehr offensive Taktik jetzt. Okay, jetzt könnte es hier nochmal richtig spannend werden. Jemals! Das klare Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Und dazu gelb. Nein, nicht das Tor bei diesem Strafstoß. Gute Aktion. Klasse Zuspiel. Klasse Pass. Stark verteidigt. Jetzt vielleicht. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, das hätte nicht gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Oh, er kann klären. Jordan Osorio. Der Ballverlust. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Ja, könnte was werden. Den nimmt er direkt. Der Pass, stark gemacht. Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus, zweifellos verdient. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Da kommt der Pass. Da müssen Sie aufpassen. Das war knapp. Macht er gut. Was macht er draus? Ah, das sieht gut aus. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Gute Möglichkeit. Da zieht er ab. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist er gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Das sind jetzt Bilder, die man auch einfach mal stehen lassen kann. Also sollen wir uns einfach entspannt, also die großen Schwadroniere sich entspannt zurückziehen und sagen, und euch das an. Ich verstehe das richtig. Auch angesichts der Bilder, der Akteure, der Fans, die völlig abgehen. Ich soll die Klappe halten? Bitte. Danke. Hier, wie sie schön stehen. In Reihe und Glied. Es gibt sehr, sehr gute Zuschauer. Ja, also angesichts des Erfolges hier sehr, sehr ruhig. Aber das ist ja auch immer die Geschichte. Ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Ja, jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen. Genau. Nimm den Pott mal in die Hand. Wir wollen noch unser Fötöchen haben. Also das ist halt das Prozess. Fötöchen. Fötöchen, ja. Fötöchen. Ja, ist gut. Nee, aber wie auch immer man sagt. Ja. So, dann nochmal das große Szenario. Das gehört alles mit dazu. Das willst du gar nicht haben als Spieler unbedingt. Du willst einfach nur noch die Sau rauslassen. Ja, also das hier ist noch choreografiert und dann ist nur noch die Sau. Ne? Ja, ja. So, und jetzt geht der Pott dahin, wo er hin soll oder hingehört. Also das sind die Leute, die das nicht vergessen werden. Die auch die Mannschaft, die in 15 Jahren noch sagen können, wer da wann, wie, wo gespielt hat, wer ausgewechselt wurde, wer das entscheidende Tor gemacht hat. Duschi? Ja, die Fans. Die Fans lieben das und gehören dazu. Gratulation.
Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Super Aktion!